Moin moin und willkommen zu meinem Video meines Gaming Setups und meines Rechners und allem drum und dran. Ich wollte ja eigentlich mal ein Video machen zu meinem Rechner, zu meiner neuen Hardware. Eigentlich wollte ich sogar was zum Zusammenbau machen. Allerdings ist das ganze Video dann letztendlich in der Versenkung verschwunden auf mangels Qualität. Ich hoffe, dieses Video kriege ich ein bisschen besser hin mit der Beleuchtung. Ihr seht schon, die Farben zumindest des Tisches sind ein bisschen verfälscht. Sie sind ein bisschen, eigentlich ist es ein leichteres Grün. Hier sieht schon fast ein bisschen gelb-grün-orange mäßig aus. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gern euch nochmal ein Video zeigen meines Setups. Mein restliches Zimmer habe ich euch schon mal gezeigt in einem anderen Video, deswegen ist das eigentlich relativ uninteressant, aber wir können gerne nochmal anfangen. Zum einen das Mikro, womit ich natürlich gerade im Moment aufnehme, das Mikro, womit ich auch alle meine Let's Plays aufnehme, ist ein T-Bone SC whatever 440 oder so. Kann ich auch nur empfehlen, also wenn es um Let's Plays oder sowas geht, wenn ihr Podcasts aufnehmen wollt oder irgendwas, ist das ein ganz gutes Mikro, womit man auf jeden Fall definitiv arbeiten kann. Deutlich besser als irgendwie Headset. Headset kann ich auch mal kurz drauf eingehen. Das ist mein Headset, was ich benutze. Das ist das PC163D. Wie gesagt, das Mikrofon ist für Teamspeak und das Zeug völlig okay. Was ich an dem Headset sehr gerne mag, es ist sehr leicht. Und mir gehen so Headsets, die so halt die Ohrmuscheln komplett umschließen. Oh Gott, was habe ich jetzt getan? Oh. Ah, there we go. So, Headsets, die die Ohrmuschel komplett umschließen, die mag ich nicht so gern. Das heißt, die etwas lockerer und leichter auf dem Kopf sitzen, da finde ich die deutlich besser. Und die beste Qualität, die es da halt gibt, definitiv Sennheiser. Auch andere Sennheiser-Headsets kann ich persönlich nur empfehlen. Deswegen auch definitiv meine Empfehlung, was das angeht. Als Mauspads benutze ich ein altes Slickride, das bekommt ihr leider nicht mehr zu kaufen, deswegen kann ich euch da keine große Empfehlung geben. Ich habe unten drunter noch mein Ruke Taito liegen, was ich nicht benutze, weil ich es nicht so ganz flutschig finde. Ich mag da das Slickride etwas mehr. Ja, meine Maus, wie ihr sehen könnt, ist eine Rocket Cone Plus. Das Plus sieht man jetzt nicht so ganz. Was ich da schon ein bisschen bemängeln kann, was ihr auch schon so ein bisschen seht, da wo man die Hände hat, zum einen hier und zum einen dort, ist das abgenutzt. Das schon, na, die schon hat schon ein bisschen gelitten. Also es geht nicht so schnell, aber es geht relativ schnell, dass die halt hier so ein bisschen an Grip verliert, zumindest ist es bei mir. Ansonsten, was die Genauigkeit angeht, was die Treiber angeht, ist das super. Und ich sag mal, das toll, den tollen Lightning-Effekt seht ihr ja schon. Die Maus wechselt die Farbe nach und nach. Das ist super awesome, was das angeht. Und wie gesagt, Genauigkeit, alles andere ist super. Nur das würde ich gerne noch irgendwie verbessert sehen. Der Vorteil, den ich an der Maus sehe, ist, ich hatte immer andere, meiste Zeit immer sehr viele Logitech-Mäuse. Und die sind mir irgendwann immer kaputt gegangen. Meistens schon relativ früh, weil sie irgendwie einen Kabelbruch hatten. Und dann sind sie immer ausgegangen und dann hat man Düng und Düng. Das heißt, die haben irgendwie keine Verbindung mehr zum PC bekommen für eine Sekunde und das ist natürlich beim Zocken mega, mega scheiße. Könnt ihr euch vorstellen, wenn die Maus ausgeht. Ja, dann zu meinem neuen, wackel, wackel mit der Kamera, zu meiner neuen Errungenschaft, wie ihr schon sehen könnt, das ist meine neue Tastatur von, wie ihr schon sehen könnt, Corsair. Das ist gebürstetes Aluminium und hat natürlich, wie ihr sehen könnt, eine blaue Beleuchtung. Die Beleuchtung kann man natürlich auch ausmachen. Und extra Tasten über WASD und 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil es die FPS-Version ist. Das ist Corsair K70. Die roten Tasten kann man auch austauschen für ganz normale Tasten, falls dann das stören sollte. Und es sind, wie ihr hören könnt, mechanische Tasten, aber die sind jetzt nicht mega laut. Das heißt, nur wenn man da wirklich draufhaut ohne Ende, dann sind die laut, aber das ist nicht laut. Das heißt, die sind, also mechanische Tastaturen sind lauter, wenn man wirklich draufhämmert, aber wenn man nicht draufhämmert, sind sie meines Erachtens nicht unbedingt lauter. Man kann auch so einen anderen Beleuchtungsmodus einschalten. Dann kann man nur die Tasten beleuchten, die man will. Ich werde das Ganze am Ende auch nochmal zeigen, wenn das Licht aus ist, dann sieht die Tastatur nochmal dreimal besser aus. Und dieses Aluminium sieht super, super edel aus. Die Tastatur hat sonst noch ein paar Media-Tasten. Ja, Vorspulen, Musik, laut, leise, mute und Standardzeug, würde ich sagen. Aber ansonsten ist die Tastatur super cool. Die hat hier noch so leicht geriffelte Leertaste. Und wie gesagt, die WASD-Tasten sind das auch. Kann ich bis jetzt auch nur empfehlen. Wie gesagt, da sind Red Switches drin. Das heißt, die klicken eigentlich nicht. Die klackern nur, wenn man sie
ganz durchdrückt und draufhaut und die Lautstärke machen die Rubber Domes, also diese ganz normalen Tastaturen, die machen das auch, wenn man da drauf hämmert, ohne Gnade. Ich persönlich bin sehr angetan von meiner mechanischen Tastatur. Ansonsten geht es jetzt hier rüber zu meinem PC. Den werde ich gleich nochmal aufschrauben. Den werde ich den von innen sehen, aber da werde ich einmal kurz umbauen müssen, damit ihr dann mehr Licht habt, damit ihr auch ein bisschen was sehen könnt. Ich habe sehr dezente Beleuchtung, wie ihr sehen könnt. Oben liegt nochmal ein Xbox 360 Pad drauf, was ich auch benutze für die meisten PC-Spiele, weil es da einfach die wenigsten Komplikationen gibt. Und ich finde, das 360 Pad ist für sein Preis-Leistungs-Verhältnis für einen PC auch super zu gebrauchen. Ansonsten von vorne ist da eigentlich nichts Besonderes. Einfach nur ein paar CD-Laufwerke kann man auch kaum erkennen, weil es alles schwarz auf schwarz ist. Das lässt sich mit der Kamera, die ich hier habe, schlecht einfangen. Ich werde da wie gesagt gleich nochmal Licht drauf bringen. Das Ganze ist auch gebürstetes Aluminium. Das Gehäuse ist super cool. Das ist von A+. Das gibt es, glaube ich, auch nicht mehr zu kaufen. Es hat ein, zwei Besonderheiten. Ja, und ich werde dazu, denke ich, einfach mal das Ganze jetzt aufmachen. Und dann könnt ihr einen näheren Blick in meinen PC bringen. So, jetzt sitzen wir schon vor dem Herzstück meines PCs. Wie ihr sehen könnt, hat mein Gehäuse ein Gitter. Das A+ Black Pearl hat ein Gitter. Das heißt, da gibt es keinen großen Hitzestau oder so. Man könnte das auch austauschen mit einer Plexiglasscheibe. Dann könnte man da, wenn man Luftkühlung verwenden würde, wollen, einen besseren Luftdurchzug kriegen. Aber da ich keine Luftkühlung benutze, bringt mir das gar nicht so viel. Deswegen ist das so, dass ich da keinen Hitzestau kriege mit meinen wassergekühlten Komponenten. Ist das etwas besser? So, aber ich werde das Ganze natürlich jetzt auch einmal abnehmen, damit ihr einen besseren Blick drauf habt. So. Dann braucht man nur hinten die Schraube rausziehen und dann kann man das ganze Seitenteil komplett abnehmen. Und dann seht ihr auch schon das Wichtigste natürlich, meine GeForce GTX 770. Dazu habe ich sogar ein Unboxing gemacht. Die ist schon etwas älter, würde ich sagen. Ist nicht wirklich alt, kann man so eigentlich auch nicht sagen. Die hat meine alte GTX 480 abgelöst. Die GTX 770 von EVGA ist das hier mit so einem ACX-Cooler. Das ist eine Eigenkreation. Kann ich bis jetzt auch nur empfehlen. Ist sehr, sehr leise. Unter Battlefield kann man, wenn man genau hinhört, also wenn man dieses Headset abnimmt, kann ich sie etwas hören. Aber im Windows-Betrieb oder so ist die Grafikkarte sehr, sehr leise und bringt Power ohne Ende mit. Also ich finde, eine GTX 770 reicht völlig aus, wenn man 1080p Gaming machen will, wenn man jetzt vielleicht auf 1440p hochgehen will oder 4K, was noch Schwachsinn ist. 1440p kann ich verstehen, wenn man den Bildschirm dazu hat, dann schwächelt sie vielleicht, dann würde ich eher noch auf eine 780 oder 780 Ti wechseln. Aber für 1080p ist die 770 völlig okay und auch echt preis-leistungsmäßig meiner Meinung nach definitiv eine Empfehlung. Wie gesagt, und das die GTX 770. Darunter könnt ihr schon den Cuplex XT-Kühler sehen. Das ist ein Wasserkühler, der da drauf sitzt. Das ist einer der besten Wasserkühler, den ihr euch kaufen könnt, der nicht unverhältnismäßig teuer ist. Der kostet um die 40 Euro, das ist aber die billigste Variante, ist aber trotzdem einer der Wasserkühler, CPU-Wasserkühler, der mit den besten Kühlern zusammenhalten kann, mithalten kann. Es gibt noch andere Kühlerversionen davon, die sind dann voll Gold oder vergoldet oder voll Nickel. Der hat, wie gesagt, ihr sehen könnt, so ein bisschen Plastik, aber das ist überhaupt kein Problem. Die Kühlleistung ist da minimal geringer und das Ding kostet nur 40 Euro. Die voll Nickel-Version, die ein bisschen besser ist, kostet um die 70 Euro, da lohnt sich der Aufpreis meiner Meinung nach überhaupt nicht. Wie ihr sehen könnt, verwende ich schwarzen TFC Phaser Tube. Zum einen als Schlauch und zum anderen als Schlauch roten Master Clear Schlauch. Den TFC Phaser kann ich auf jeden Fall empfehlen, der ist super. Der Master Clear Schlauch, der ist nicht ganz so geil. Da könnt ihr schon hier oben schon sehen, warum. Der knickt schneller. Deswegen habe ich hier so einen leichten Abknickschutz drüber gemacht. Liegt aber auch daran, dass der Winkel hier extrem steil wird. Also der ist nicht unbedingt scheiße, der Master Clear Schlauch. Aber ich finde ihn persönlich etwas zu wabbelig. Der TFC Phaser hat deutlich mehr Widerstandskraft. Hat natürlich auch Nachteile, wenn man vielleicht sehr enge Kurven legen will. Ja, wie ihr schon schwer erkennen könnt, ist das Ganze eine Wasserkühlung auf meiner CPU. Das liegt daran, dass ich natürlich sehr viele Videos encode und dabei die CPU sehr lange auf 100% läuft. Und auf 100% kann die schon relativ warm werden. Meine letzte AMD-CPU hat sich dabei gegrillt. Deswegen war ich dieses Mal etwas
das ist jetzt vielleicht etwas überdimensioniert, meine Wasserkühlung, liegt auch daran, dass ich die Teile einfach habe. Das heißt, ich habe hier oben einen 240er Radiator, den ihr nicht unbedingt sehen könnt, weil der direkt oben mit dem Dach verschraubt ist. Da seht ihr zwei Lüfter, aber auf jeden Fall hier die Eingänge des Schlauchs. Das ist ein 240er Radiator. Ich habe auch nur Slim-Radiatoren. Slim-Radiatoren haben den Vorteil, dass ihr eine geringere Lüfterdrehzahl benutzen könnt und dabei bessere Kühlergebnisse habt. Wenn ihr so richtig große Kühler habt, also richtig große Radiatoren, ich zeige euch auch noch unten gleich meinen Radiator, der ist auch ein Slim 360er. Wenn die größer sind, haben die auch eine mehrere Kühlleistung, stimmt schon. Aber wenn ihr niedrige Drehzahlen nehmt für eure Lüfter, ich benutze alle meine Wasserkühllüfter, laufen nur mit 5 Volt, inklusive meines Nanoxia, nee, das ist keine, die Nanoxia-Lüfter, die sind hier oben drauf, da seht ihr auch gleich nochmal einen. Das ist ein Xigmatec, der orangene, der pustet Luft rein. Normalerweise pustet man die Luft raus, weil man bei einer normalen Luftkühlung halt die Luft rauspusten will. Da ich aber keinen Luftzug hier drin habe, will ich lieber kalte Luft rein haben, damit hier irgendwie kein Hitzestau beim Mainboard oder so entsteht. Das Mainboard ist ein Asus Maximus 6 oder ja, ich glaube, es ist das Asus Maximus 6 Hero. Super Mainboard. Wie ihr sehen könnt, hat Start-Reset-Button, hat einen Display-Anzeige, was angeht, ob man gucken kann, wenn da mal irgendwie was schief läuft. Bis jetzt habe ich mit dem Mainboard auch überhaupt keine Probleme gehabt, läuft super. Corsair Vengeance RAM, laufen mit 1866 MHz, DDR3, 8 GB, 8 GB reichen für alles. Ihr braucht eigentlich keine 16 GB, außer ihr wollt Videos rendern, dabei gleichzeitig zocken oder wollt streamen dann vielleicht auch oder so. Aber für normales Gaming und ihr wollt dabei nicht noch, weiß ich nicht, 10 Browser-Tabs und 10 andere Spiele im Hintergrund offen haben, reichen 8 GB völlig. Es gibt, glaube ich, kein Spiel, was 8 GB sprengt, inklusive Windows und vielleicht irgendwie zwei Messenger. Das ist, keine Ahnung. Also ich habe meine 8 GB noch nicht vollgekriegt, außer mit, wie gesagt, exorbitanten Einstellungen. Ansonsten weiß ich gar nicht, seht ihr hier gar nicht mehr viel. Wie gesagt, hier ist Phobia oder so, ich kann es nicht wirklich aussprechen, Phobia, Ausgleichsbehälter, das ist der kleinste, der reicht auch völlig aus, da braucht man kein Riesending. Ich habe keinen Wasserzusatz, ich hatte mal Wasserzusätze, ich weiß nicht, wann ich kann mal gucken, ob ich das hier nicht irgendwie sogar habe. Ja, habe ich. Momentan benutze ich ganz normales Wasser, ist jetzt etwas überblendet vom Weiß. Das ist von Aquatuning zusammengestellt, Innovatec Protect IP. Das ist meiner Meinung nach das Beste, den besten Wasserschutz, den ihr euch besorgen könnt, wenn es darum geht, dass ihr keine farbiges Wasser haben wollt. Es gibt viele Leute, die würden von farbigem Wasser definitiv abraten. Ich persönlich habe gute Erfahrung damit gemacht, aber auch nur mit dem Zeug hier, Feza One Cooling. Ich hatte auch noch mal anderes Zeug und das Zeug ist super. Ich hatte meine letzte Zusammenstellung mit meinem AMD-CPU, die lief bestimmt 2 Jahre, ohne dass ich das Wasser gewechselt habe. Das heißt, der PC lief 2 Jahre. Ich weiß, die meisten Leute sagen ja immer, ja, Wasserkühlung, aber das ist ja so viel Aufwand, da muss ich ja weiß ich nicht. Normalerweise sagt man, alles halbe Jahr Wasser wechseln. Kann man machen, muss man aber nicht. Selbst sogar, wenn man, wie gesagt, sowas benutzt wie einen Wasserfarbzusatz, muss man das auch nicht machen. Aber es hinterlässt halt schon gewisse Spuren. Das muss man schon so sagen. Das heißt, wenn man grünes Wasser verwendet, kann schon sein, dass das natürlich hier dann nach einer Zeit, man sieht es nicht, wenn es dann läuft, aber wenn man es dann mal rausholt, dass es sich ein bisschen verfärbt. Das ist ganz normal. Ich hatte aber keine Verstopfungsprobleme, nichts oder so. Wenn ihr aber irgendwelche anderen Wasserzusätze verwenden wollt, kann ich nur abraten, da habt ihr meistens keine Freude mit. Am besten benutzt ihr einfach das ganz normale, könnt auch ganz normales destilliertes Wasser benutzen. Wie gesagt, dann hier noch ein bisschen Korrosionsschutz rein, Innovatec Protect IP, finde ich persönlich, ist eins der besten, kann ich nur empfehlen. Ansonsten, was ihr nicht ganz so sehen könnt, was aber auch nicht so ganz interessant sind, hier habe ich ein ganz normales DVD-Laufwerk, einmal mein Gaming-Laufwerk, mein Gaming, nicht Laufwerk, sondern Festplatte. Das sind 640 GB Samsung. Ja, ich kann das einmal etwas hier verschieben. Das hier sind 640 GB Samsung. Hier oben ist eine OCZ-SSD drin. OCZ kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Das Problem ist bei OCZ, die sind pleite gegangen.
nicht, weil sie, glaube ich, schlechte Produkte gemacht haben bis jetzt. Ich mochte den RAM, ich hatte mal RAM von denen. Und die SSD von denen ist auch super. Die läuft seit 3, 4 Jahren ohne Probleme, ohne irgendwelche Zicken, nicht super stabil. Ansonsten ist hier unten noch eine Western Digital mit 1 Terabyte. Da nehme ich die meisten Sachen drauf auf. Da ist sonst eigentlich auch nichts drauf, außer der Aufnahme. Ich bräuchte eigentlich nochmal eine neue Festplatte, weil die 1 Terabyte ist ein bisschen langsam. Das ist eigentlich eine relativ langsame Festplatte. Hätte ich eigentlich gerne noch mal eine andere und ein bisschen größer. Und die 640 GB, die wird auch schon relativ alt. Die ist 5, 6 Jahre alt. Und deswegen sind meine Ladezeiten, was die Spiele angeht, ein bisschen lang. Windows ist extrem schnell, weil es, wie gesagt, auf einer SSD liegt. Ja, ich hätte gerne noch eine SSD für Spiele oder so. Aber sowas ist relativ teuer und bringt letztendlich auch nur, in Anführungszeichen, nur Ladezeiten. Es bringt euch keine FPS und mir sind FPS deutlich wichtiger. Deswegen stecke ich mein Geld lieber in eine CPU oder so. CPU habe ich gar nicht erwähnt, ist ein Core i7-4770K, also die neuen Haswell, CPUs von Intel. Auch nur empfehlenswert. Ich hatte vorher immer AMD. Wie gesagt, das hier ist jetzt ein Intel PC. Ich bin auf Intel umgestiegen, weil, wie gesagt, ja, die neuesten AMD-CPUs kann ich persönlich nicht mehr empfehlen. Nicht wirklich, tut mir leid. Ich bin ein riesig großer AMD-Fan eigentlich. Ich hatte immer AMD-CPUs zumindest. Bei den Grafikkarten bin ich persönlich auch nicht so angetan. Meine eine AMD-Grafikkarte hängt bei mir an der Wand, weil sie durchgebraten ist. Es war einer meiner ersten Grafikkarten, Radeon 9800 Pro. Ja, deswegen habe ich dann nicht persönlich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wie ihr oben sehen könnt, leuchtet das Mainboard so halb rot. Das hat einen Vorteil, da oben rot, da ist so abgekanzelt Sound. Das heißt, der Sound ist nicht komplett. Also er ist im Grunde genommen ist er auf dem Mainboard verbaut, aber ist halt davon vom ganzen PCP abgetrennt. Das heißt, das soll theoretisch noch besseren Sound bringen. Ja, ich höre jetzt keinen extremen Unterschied. Keine Ahnung, ich hatte auch mal lange Zeit eine Soundkarte, die war wirklich richtig gut. Aber die Soundkarte habe ich nicht mehr, die funktioniert nicht mehr gescheit, auch unter den neuen Windows. Die hat schon mit Windows Vista dann übelst rumgespackt. Und ich glaube, die unter Windows 7 funktioniert die auch nicht mehr gut. Creative Sound Plaster, kack mich tot, ich weiß es nicht mehr. Weiß ich nicht, ob ich da mittlerweile, zurzeit brauche ich keine Soundkarte. Ja. Das ist aber so das Wichtigste, was ihr sehen könnt, was natürlich auch die meisten sehen können, an meinem PC. Ich persönlich bin sehr angetan davon. Jetzt kommen wir noch zu der Kategorie, was man eigentlich nicht sieht, weil da, wie gesagt, immer die Verdeckung vor ist und das ist unten jetzt. Muss ich kurz die Kamera mitnehmen. Und das sieht man jetzt überhaupt nicht, weil es viel zu dunkel ist. So, meine Lampe habe ich jetzt einfach mal auf den Boden gestellt, damit ihr dann unten jetzt etwas sehen könnt, was, wie gesagt, normalerweise einfach verdeckt ist. Weil es hier so abgetrennt ist. Wie ihr sehen könnt, was ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, mein Mainboard ist um 180 Grad gedreht. Das heißt, es ist upside down. Es wurde mal eigentlich angedacht, die ganzen PCs im BTX-Format zu bauen, hat sich aber nie durchgesetzt. Das heißt, das Ganze ist immer noch ATX-Format. Das heißt, alle Sachen, das heißt, falls ihr das vielleicht nicht wisst, aber jedes Mainboard passt im Grunde genommen in jedes Gehäuse, weil es dieselbe Formfaktor hat. Das heißt, es ist alles genormt. Das kann man eigentlich keinen Fehler machen. Das ist wie Lego, alles passt ineinander. Es gibt, wie gesagt, BTX-Format, das hat sich aber nie durchgesetzt. BTX-Format war auch um, so gesehen, ist es so rum. Das wäre eigentlich BTX-Format, weil das wäre auch andersrum. Es soll minimal bessere Kühlleistung bringen. Ich persönlich finde das BTX-Format eigentlich, also zumindest das Upside-Down-Format, das ist ja auch ATX, nur 180 Grad gedreht. Ich persönlich finde es super, weil, wie gesagt, die Grafikkarte ist dann oben. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Und die CPU ist dann halt unten. Dafür kann man die, wie gesagt, mit Wasserkühlung dann sehr gut erreichen. Mir persönlich gefällt's. Muss natürlich nicht jedem gefallen. Aber dann fangen wir nochmal hier unten an. Da seht ihr dann ein Netzteil. Das ist ein Be Quiet Netzteil. Be Quiet kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Da hatte ich schon zwei Stück von. Eins hat mal ein bisschen zicken gemacht. Ansonsten hatte ich auch lange, lange Zeit jetzt ein Corsair Netzteil. Ich hätte mir auch eigentlich gern wieder Corsair gekauft. Habe ich dann aber nicht getan. Weil das Be Quiet dann zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall günstiger war. Ich gucke gerade in meinen Schrank rein. Aber noch da. Wollte nur kurz nachgucken. Im Schrank steht nämlich auch mal die Wattzahl drauf. Das ist 600 Watt. 600 Watt ist mehr als ausreichend. Das ist auch echt etwas, wo die meisten Leute mehr oder weniger einen Fehler machen oder denken, ich brauche unbedingt, weiß nicht, 700, 800 Watt, whatever.
Nee, niemals. Die ganzen PC-Teile verbrauchen nicht so viel Watt. Wenn es ein gutes Netzteil ist, sind 600 Watt mehr als ausreichend. Selbst 600 Watt sind für diesen PC eigentlich schon nicht unbedingt, braucht man nicht unbedingt, aber 600 Watt war gerade im Angebot, deswegen habe ich 600 Watt genommen, hätte man auch 500 nehmen können, hätte wahrscheinlich auch völlig genügt. Dann seht ihr hier unten meine Pumpe, die Wasserpumpe, die das Ganze natürlich, das ganze Wasser durch den PC treibt. Da seht ihr ein paar Kabelbinder und einen Schwamm drunter. Das liegt einfach daran, dass eine Pumpe bewegt sich immer ein bisschen. Das heißt, wenn ich die einfach draufstellen würde aufs Gehäuse, würde es immer so ein bisschen machen, weil das vibriert einfach. Eine Pumpe hat immer einen gewissen Radius, in dem sie sich bewegt. Deswegen die einfachste Methode, die ruhig zu stellen, einfach einen Schwamm drunter. Damit sie sich nicht irgendwie bewegen kann oder so, habe ich das einfach mit Kabelbindern festgemacht. Wie ihr sehen könnt, das Ganze ist eine Liang oder Lying DDC T1, whatever. Die hat Power ohne Ende. Das heißt, die Pumpe, die pumpt ohne Ende. Das ist einer der, ich weiß nicht, vielleicht gibt es mittlerweile, zumindest damals war es so, als ich die gekauft habe, kann ich auch nur empfehlen. Die läuft seit, ich weiß es gar nicht, die läuft bestimmt schon seit 6 Jahren ohne Probleme in verschiedensten Varianten. Sie ist super, also überhaupt keine Probleme mit gehabt. Es gibt von Eheim noch so andere Pumpen, die haben dann auch irgendwelche Wassersensoren, whatever, ganz viel Klüngelkram. Brauche ich nicht. Ich habe meine Lying, die pumpt dir die Scheiße weg. Die ist echt super. Und dann, wie ihr sehen könnt, ist hier unten noch ein 360er-Radiator. Ja, wer jetzt sagt, ist ein bisschen übertrieben für eine CPU, findest du nicht? Ja, ist es definitiv. Wenn man nur einfach seine CPU laufen lässt, wenn man seine CPU übertakten will, wenn man damit Videos encoden will, das heißt, die CPU sehr lange auf 100% laufen will, und wie gesagt, die Lüfter laufen ultra langsam, die hört man eigentlich so gut wie nicht, dann ist das eigentlich schon relativ guter Aufbau. Wie gesagt, fürs normale Gaming wird auch der 360er reichen oder vielleicht sogar der 240er, weil der i7 nicht ganz so viel Dampf macht, der wird nicht so extrem warm. Der Haswell wird jetzt wieder ein bisschen wärmer, das stimmt schon. Da habe ich aber keine wirklichen Vergleichswerte. Ja, ansonsten ganz normale 120 mm Lüfter und hier Nanoxia Lüfter. Oben sind auch noch Nanoxia Lüfter, die sind super. Ansonsten ist hier eine Menge Kabelsalat hingequetscht, die ich eigentlich nicht brauche. Da vorne ist auch so ein Frontpanel, wo man eigentlich auch Lüfter dran anschließen kann. Brauche ich aber nicht, weil ich, wie gesagt, so Schalter verwende, wo die alle nur mit 5 Volt laufen. Es ist deutlich angenehmer. Und ja, das war's grundlegend zu meinem PC. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ja, die meisten könnte man jetzt noch dick noch mehr beleuchten, irgendwelche Kaltlichtkathoden oder sonst irgendwas da reinhauen. Halte ich mittlerweile nicht mehr viel von. Es sieht relativ cool aus, wenn das Licht aus ist. Ich hoffe, ich werde es gleich auch nochmal zeigen können, wenn das Licht aus ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn ich das Licht ausgemacht habe und ihr hoffentlich dann noch einigermaßen noch was sehen können mit dieser Kamera. Bis gleich. So, zum Abschluss könnt ihr es jetzt nochmal sehen, wenn das ganze Licht aus ist. Wie gesagt, jetzt seht ihr durch das Gitter nur so einen leichten Schimmer. Das sieht durch die Kamera jetzt natürlich noch extrem dezent aus. Es würde mit dem menschlichen Auge sieht es etwas heller aus. Mir persönlich gefällt es, wie gesagt, recht gut. Weiß nicht, vielleicht mache ich noch ein bisschen mehr Beleuchtung rein, dass man noch ein bisschen was mehr sieht. Und ich kann euch noch die hübsche Tastatur zeigen. Die nehme ich jetzt im Dunkeln. Sieht diese blaue LED-Beleuchtung einfach super, super, super awesome aus, meiner Meinung nach. Ja, das war mein PC-Setup. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Wir sehen uns wieder sonst auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und haut rein. Bis denn.